Ihr Donga Kuhongavi, Walla Kumbes, Cheng Palamuliton. Wer seid ihr? Kachicho Itaho Donga. Yin Kinkuno ba Mulira Chikun. Slimo Putuna. Ronde Hau Donga Kuhongavi, Takum Jostak Miki Grabel Mogo. Kachicho Itaho Donga. Ich wünschte, das könnte ich. Tut mir leid. Ronde Hau Donga Kuhongavi, Walla Kumbes, Cheng Palamuliton King ba Nogonke. Ich habe wirklich einige Fragen an euch. Nun ja, ich glaube, das haben wir jetzt eh schon alles gehört. Ich werde jetzt mal weitergehen hier. Die Rakata, die waren... Computer der Rakata. Okay, speichern wir kurz. Jetzt bin ich gespannt. Oh, da hinten ist noch eine Kiste. Vielleicht können wir aus dem Computer selbst ja auch schon einiges rausholen. Oh, hier ist auch noch ein... Hier sind auch noch ein paar Kisten. Alles, was wir finden, müssen wir mitnehmen. Ohne jegliche Ausnahme. Okay, hier ist auch noch eine Kiste oder zwei. Badam. So, die auch noch. So, haben wir es jetzt. So, gut. Computer. Ich diene den Rakata. Wie soll ich sonst ihre Sprache beherrschen? Rondi hau donga kuhongavi, wala kumbes, cheng palamuli, tonghai wam chichi yuma lipta ag inko tu. Tolpa da bong walia, kachicho itaho donga. Yin. Ich bin auf der Suche nach den Geheimnissen der altvorderen Rakata. Jebedwana ni bobo, tonga bong shanongyang, tong patoga smak telia, takum jostak miki grabel mogo. Kachicho itaho donga. Okay. Das gibt's nicht. Wie komme ich in den Tempel? Kachicho ita audonga. Yumalita inkotum. Jelomoran benu bobo. Wango kumbis kangba molera. Mana martota. Akuji kraton bola jeshua konatong. Chong king no pangpa mola rekonkile. Okay, fragen wir jetzt was anderes. Erzählt mir über die Geschichte der Rakata. Jebedwana ni bobo, takum jostak miki grabel mogo. Kachicho ita haudonga. Tolpa de bong walia gando de nago chocho. Moga shaponka, bola wana chekne. Bamulis limo porala wanga kumbis mulera best. Kachicho ita haudonga. Yin kinkuno ba mulira chikun. Slimo putuna. Wende haudonga kuonga bi. Eine solche? Tonghai wam chichi yuma lipta ag inko tu. Tolpa da bongualia gando de naga chocho. Kachicho ita audonga. Yumalita inkotun. Jelomoran benu bobo. Wango kumbis kangba molera. Rondi haudonga kuhonga bi. Wala kumbes cheng palamuli ton king ba nokonkek. Tuknin tacho kun ne molera best. Kachicho ita haudonga. Yin kin kuno ba mulira chikun. Slimo putuna. Rondi haudonga kuhonga bi. Takum jostak miki grabel mogo. Kachicho ita haudonga. Tolpa de bong walia gando de nago chocho. Moga shaponka, bola wana chekne. Bamulis limo porala wanga kumbis mulera best. Okay, ich möchte was anderes fragen. Wie kann ich das Störfeld um diesen Planeten ausschalten? Jebedwana ni takum jostak miki grabel mogo. Kachicho ita haudonga. Tolpa de bong walia gando de nago chocho. Moga shaponka, bola wana chekne. Bamulis limo porala wanga kumbis mulera best. Okay, ich will jetzt gehen.
Rondi Haldong. Alter Schwede, die Tukata oder Rakata sind ganz schön alt. Richtig, richtig alt. Also die Hauptrasse hat ja vor über, keine Ahnung, 20.000 Jahren gelebt. Und muss die ganze Galaxie beherrscht haben. Okay. So, wir werden jetzt zurückgehen zu den, ja, barbarischen Rakata, die noch nicht so weit entwickelt sind hier wie diese, die hier sind, nämlich die Ältesten. Und ja, dann tun wir das. Julie, du kannst das Ganze mal schnell beschleunigen, indem du mal wieder dein Hyperspeed verwendest. So, das kann jetzt heikel werden, denn wir sollen mit dem einen verhandeln. Ja, wie das Ganze ausgeht, werden wir natürlich gleich sehen. Aber jetzt haben wir erstmal einen langen, langen Fußmarsch vor uns. Und den müssen wir erstmal überleben. Denn hier rennen schon wieder lauter Rancors rum. Keine Ahnung, wo die ständig herkommen. What the fuck, was macht der schon wieder hier? Naja gut, speichern wir mal kurz. Probieren wir es mal mit Julie allein. Wird vermutlich nichts. Laserschwertwurf. Geil, das haut voll rein. Das kann ein Jedi. Okay, erster ist erledigt. Und das Ganze ohne meinen Hauptcharakter. Das ist doch schon ganz ordentlich. So, jetzt heil du mal wieder Johnny. Perfekt. Weiter geht's. Super Speed. Bam. Wir müssen jetzt endlich in den Tempel rein, verdammt nochmal. Aber es dauert mir hier alles viel zu lang. Eigentlich hasse ich lange Verhandlungen. Na komm. So. Schon blöd, wenn der Tempel zum Greifen nahe ist. Und doch gleichzeitig so weit weg. Klar. So. Oh, er hat uns schon entdeckt. Das kann ein Jedi. So, einfach mal drauf. Julie wird. Okay, er ist K.O. Rancors hauen schon ganz schön rein. Aber gut, gegen meinen Hauptcharakter haben sie keine Chance. Na komm. Perfekt. So, noch ein paar Mal heilen. Damit auch Julie endlich wieder auf dem Damm ist. Boah, Julies Verfassung ist echt suboptimal, aber gut. Da er eh nicht so oft an der Front kämpft, ist das normalerweise kein Thema. Boah, komm schon. Das dauert mir schon wieder viel zu lang hier. Los, los, los. So, da unten ist wieder irgendwo die Ebenhawk. Da könnten wir eigentlich auch mal schnell reinschneien. Und schauen, ob wir sie wieder auf Vordermann bringen. Aber ich werde jetzt trotzdem erstmal zum einen gehen, denn es ist erstmal wichtiger, die Geheimnisse zu erfahren, um in den Tempel zu kommen. So, und schon sind wir hier am nördlichen Strand. Es ging doch ganz flott. So, hier müsste noch irgendwo die Siedlung sein. Und, yep, dort hinten. Oh, was ist jetzt los? Sharky King, Watawama Mulira. Juma Lipa Ak Inko-kun. Da Uba Botenya Go Juju Bitty. Just Grunty Do Patslimo. Eigentlich wollte ich nur verhandeln, Leute. Aber gut, wenn ihr mich selbst angreift, dann ja, ist das natürlich jetzt einfach. Das könnte lustig werden, jetzt wird's ganz schön rund gehen. Okay. Action! So, macht schon. Wuhu! Und nochmal. Yeah! Und nochmal. Zwei Level-Aufstiege, so sollte das Ganze aussehen. Jawohl. Und die Nächsten, die einfach nicht dazulernen wollen. Na komm schon. Sehr gut. Boah, die sind echt schwach und jetzt holen wir uns ganz schön viel XP. Ja, nur noch 1367, das ist ja nicht mehr wirklich viel. Ich glaube, wenn wir hier fertig sind, dann sind wir ein Level höher. Okay, Julie ist schon wieder gestorben. Komm schon, ey, es kann nicht wahr sein. Julie, du stirbst mir eindeutig zu oft.
Komm schon. So, den Kriegsfürsten haben wir auch erledigt. Jetzt brauchen wir nur noch 117 XP. Das ist ja geil. Okay. Sollten wir hinkriegen. Leider keine Überreste. So, Levelaufstieg bei Shuli und Chuhoni. Heilen. So, Kräfte. Lähmungsfeld. Oh, ich habe noch eine Machtfähigkeit. Gott sei Dank weist es mich darauf hin, sonst hätte ich es wieder vergessen. ja. Nehmen wir Machtimmunität. So, und Chuhoni, du bekommst jetzt auch noch irgendwelche Fähigkeiten. Oh, halt. Zurück. Ich habe 2 verbleibende Fähigkeitspunkte. So, was nehmen wir jetzt hier? Ja. Auch Lähmungswild, würde ich sagen. Könnte recht praktisch werden. So, und jetzt heil doch schnell die Gruppe. Boah, ich bin jetzt echt gespannt, was hier drin gleich abgehen wird. Der eine ist, glaube ich, ein heftiger Gegner. Eigentlich wollten wir nur verhandeln, aber jetzt, ja. Das hat sich wohl erledigt. So, hier sind tatsächlich keine Überreste. So kann es ja echt nicht angehen. So, rein in die Siedlung. Jetzt gibt's Beef. Na los. Und? Was ist hier los? Ach du Okay. Ohne Rancors ist das Ganze ja ganz lustig. So, lassen wir sie erstmal durch die Gegend segeln. Und jetzt noch gleich ein Machtsturm hinterher. Wuhu! Gleich nochmal, weil es so cool ist. Ja. Yes! Levelaufstieg. Nun schon Level 19. Gehen wir nochmal auf Hallen. So, welche Talente? Meistermachtsprung und Meistersinne haben wir freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier noch alles irgendwie, ja, freischalten soll. das ist jetzt die Frage, ne? Okay, ich nehme das. Dann wird er... Halt. Das habe ich übersehen. Plus 2 Punkte Schaden bei Angriffen mit Laserschwert. Ich würde sagen, unsere Kampffähigkeit ist jetzt echt überragend. So, Druiden zerstören ist jetzt auch optimal. Und jetzt sind wir tatsächlich Level 19. Gut. Tja, Leute. Ach komm, ey. Wie viele sind hier noch? Ja gut, dann räuchern wir sie aus, wenn sie nicht anders wollen. Alter, jetzt bleib hier. Kommt schon. Ihr seid mir nicht gewachsen. Alter Schwede, geht das ab hier. Ich liebe es. Ja Leute, komm, gebt schon auf. Ihr habt gegen Revan keine Chance. Boah, ist das geil. Das macht hier gerade echt Fun. Aber etwas unfair ist es ja schon. Moment, war hier gerade noch wer drin? Nein, hier war keiner. Gut, gehen wir weiter. Schulli. Oh, Knacki, aus dem Weg. So, bleib liegen, Meister. Und warte auf den Tod. Aggressive Verhandlungen sind das. Gut, schauen wir in die Richtung. Ich glaube, hier war irgendwo der eine da hinten. Na los. Wow. Wo bleiben Shuli und Chuhoni? Euer Wunsch. Okay. Lähmungsfeld ist echt ganz lustig. Dich kriegen wir auch noch klein. So, und der letzte. Vorerst. Gut. Unsere Verluste halten sich in Grenzen, würde ich meinen. ja. Da hinten ist der eine. Oh ja. Gut. Alter, die lassen echt nicht mit sich reden. Das ist dämlich. So, der eine. Jetzt bin ich gespannt, wie der drauf ist. Ichuta. Tonheit Wamaki ak Ingo Tun. King Kun Jobeshok. Oh, fuck. Ja, ich speichere jetzt mal kurz und probiere es mit der Brechstange. Wie auch sonst. okay. Und drauf, Meister.
So, nächsten K.O. machen. Komm schon. Greif doch an, Mann. So, Chohoni, du könntest ein paar Mal heilen. Und Juli auch natürlich. So, du gehst weiter drauf. Gut, nächster Rancor. So schnell kann's gehen. Nächster Rancor. Na los. Ach komm. Was macht denn Juli schon wieder? So, fliegt alle durch die Gegend. So, ich würde sagen, sieht gut aus. Nur noch der eine. Tja, allein ist sie uns nicht gewachsen. So viel steht fest. Tja, dann werden wir ihn leider vernichten. Also eigentlich hatte ich das ja nicht vorgesehen, aber gut. Wenn er so stur ist, bitte. 1100 XP haben wir auch noch bekommen. Aber uns fehlen noch 12.000 irgendwas. Na gut. So, können wir hier noch irgendwas auf... Oh, Schiffsteile. Das können wir gebrauchen. Das liefern wir dann später noch bei Karth ab. So, schauen wir noch schnell in die Rancor-Käfige. Anscheinend liegt hier überall so Zeug rum. Nein. Boah, muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Bis zu den Ältesten. Das finde ich scheiße. Ganz klar. Oh, was ist da? Krieger der Ältesten. Den können wir befreien. Oh, halt. Okay, ja, der Rat schickt mich, um euch zu retten. So. Halt. Halt, halt, halt. Moment, wo geht's jetzt hier raus? Ah ja, hier. Ja? Ich verliere schon wieder total den Überblick. Ich glaube, in die andere Richtung der... ja, Stadt hier sollte ich auch noch gehen. Vielleicht sind hier noch ein paar. Ich brauche echt XP ohne Ende, damit ich noch einen Levelaufstieg kriege. Jetzt sind wir ja schon Level 19. Mal gespannt, wie viel wir noch erreichen. Ich hoffe noch einige, denn es gibt noch so viele Machtfähigkeiten zu erlernen. Es wäre schade, wenn wir so wenig nur benutzen könnten. So. Komm, Julie. Zeige uns, wie schnell du läufst. Okay, hier sind eindeutig noch einige. Gut, meine Charaktere sind beide mitgelaufen, was nun ja schon fast die Ausnahme ist. Oh, das war schnell. Ach, komm schon, das hättet ihr euch sparen können. So, war hier nicht noch... Ja, ja, genau, Hüter des Wissens. Und ja, vielleicht kriegen wir auch noch einige XP. Leider auch nur 50. Vielleicht hat er noch irgendwas Wichtiges zum Aufsammeln. Nein, auch nicht. Boah, die haben echt gar nichts. Mal richtig scheiße. Okay, so, die Siedlung ist geräumt. Die Ältesten werden hoffentlich die Rasse neu aufbauen und ja, endlich mal friedlich agieren im Vergleich zu ihren Vorgängern und Vorfahren. So, ich renne jetzt schnell zu Abenhawk, werde Karth die Schiffsteile übergeben und ich hoffe, dass die Abenhawk dann wieder flugbereit ist, wenn wir den, ja, Riesenschild um den Planeten herum abschalten können, im Tempel natürlich. Mal sehen, wie sich das jetzt dann alles entwickelt. Alles recht kompliziert. Oh nee, nicht schon wieder. Ach Gott. Alter, wo rennt der? Ach, bist du auch schon da, Rivan? Ja, sehr schön. Flott, flott daher.